Ebenso wie Japan wird Deutschland häufig als Zivilmacht bezeichnet. Der Vergleich zu Japan ist ein ganz interessanter, denn auch Japan hat ähnlich wie das deutsche Grundgesetz sich eine Friedensverfassung gegeben 1947. Deswegen gibt es unheimlich viele Studien, die diese beiden Staaten miteinander vergleichen. Beide waren zunächst Feindstaaten, beide waren kein Mitglied der Vereinten Nationen. Beide haben unter dem Einfluss alliierter Kräfte sich eine Verfassung gegeben, die man durchaus als Friedensverfassung, als pazifistisch bezeichnet kann. Beide Staaten haben auch gesellschaftlich durchaus einen gewissen Pazifismus entwickelt. Und es gibt bestimmte Elemente, die einen Vergleich zwischen diesen beiden Staaten ermöglichen. Und die basieren auf dem Begriff Zivilmacht. Zivilmacht bedeutet zunächst erstmal, dass man die Gewaltfreiheit, die in Artikel 2 Absatz 4 der Charta der Vereinten Nationen festgeschrieben ist, akzeptiert. Das heißt, eine Zivilmacht versucht zunächst erstmal Konflikte in den internationalen Beziehungen gewaltfrei zu lösen. Kollektive Sicherheit, das Funktionsprinzip der Vereinten Nationen spielt für Deutschland eine extrem große Rolle. Kollektives Handeln spielt für Deutschland eine extrem große Rolle im Verbund der NATO, im Verbund der Europäischen Union und im Verbund der Vereinten Nationen, aber auch der KSZE, später OSZE oder wenn es um den Nichtverbreitungsvertrag geht oder die Welthandelsorganisation basierend auf dem GATT. Für Deutschland unheimlich wichtig die Orientierung an Menschenrechten. Man sah das in den 90er Jahren in den Kriegen auf dem Balkan, als die beiden wichtigen Normen der deutschen Außenpolitik Never again Auschwitz, never alone, sich widersprachen. Man hatte kein Mandat, um Serbien zu bombardieren und hat dann erst später dieses Mandat eingeholt. Es kam hier zu einem Konfliktmoment zwischen diesen konstituierenden Normen der deutschen Außenpolitik. Wichtig ist das Völkerrecht für diese Art von Außenpolitik. Wichtig ist eine wertebasierte Außenpolitik für die Bundesrepublik Deutschland. Und es wird heute ein wenig die Frage gestellt, ob Deutschland nach wie vor eine Zivilmacht darstellt. Denn wenn man die Entwicklung sich anschaut, seit Beginn der 90er Jahre, und das betrifft hier wiederum auch Japan, ist Deutschland zunehmend aktiver geworden. Man sieht das daran, dass Deutschland in verschiedenen friedenserhaltenden Maßnahmen im Ausland tätig war. Also am Horn von Afrika, in verschiedenen Regionen in Afrika, in Afghanistan, im Irak, auf dem Balkan. Die Kampfeinsätze, die Luftangriffe auf Serbien 1999 habe ich schon erwähnt. Man muss dabei sehen, dass Deutschland eigentlich in den meisten Einsätzen nichts anderes getan hat, als an friedensschaffenden oder friedenserhaltenden Maßnahmen im Rahmen des Bündnissystems tätig zu werden. Dass man also versucht hat, schwere Menschenrechtsverletzungen zu unterbinden. Und deswegen ist die Tendenz eigentlich in der Literatur zu sagen, dass Deutschland ebenso wie Japan nach wie vor eine Zivilmacht darstellt.